Ja, hallo, herzlich willkommen bei HEZ, dem Video auf heinzschmitz.org. Rechner sehen oft sehr schön aus, Laptops zum Beispiel, die werden designt, gerade die Apple-Produkte. Oder selbst unter Tischrechner versucht man einigermaßen aussehen zu lassen. Aber es gibt auch Rechner, die sieht man gar nicht, die sind irgendwo versteckt, die sind embedded, eingebettet. Die findet man zum Beispiel in der Industrie oder in Zügen, in Bussen oder wo auch immer. Ich habe mich da mal ein bisschen umgeschaut und schaue jetzt mal in unser Regal, was ich denn da so gefunden habe. Das ist jetzt hier ein Beispiel, eine kleine schwarze Kiste mit Rippen drauf. Und zwar ist das ein Pochini Mini i2, Pochini Mini i2 mit einem i7 Prozessor drin. Wir schauen uns den mal an. Der sieht also ziemlich unspektakulär aus. Der hat hier vorne zwei USB-Ports, hier noch ein paar LEDs und da hinten einen Haufen Schnittstellen. Eine davon ist zum Beispiel hier der Strom. Den stecke ich schon mal ein, damit er starten kann. Das ist ein besonderer Stecker, der wird verriegelt. Das ist für industrielle Anwendungen, damit er nicht wieder rausfällt, wenn es ein bisschen rappelt. Ansonsten sind hier hinten noch eine ganze Ecke Schnittstellen dran. Ich stecke schon mal das HDMI ein, denn er hat hier zwei HDMI-Schnittstellen und noch eine DisplayPort-Schnittstelle. Ich zeige das vielleicht mal in der Handkamera, da sieht man das besser. Also fangen wir mal hier vorne an. Das hat man ja gerade, eine HDMI bzw. zwei HDMI-Schnittstellen, die Stromschnittstelle. Dann gibt es hier noch zwei USB 3 und zwei USB 2-Schnittstellen. Das blaue sind die USB 3, das andere USB 2. Und hier sind noch zwei 1 GB Netzwerkstecker. Dann haben wir hier noch die beiden Antennen. Die sind für WLAN und Bluetooth 4.0. WLAN ist 811 AC. Das heißt, der geht bis 300 Megabit ungefähr. Ansonsten macht er vom Gehäuse nicht viel her. Man sieht ihn ja sonst kaum. Es ist ein wärmeableitendes Gehäuse. Er kommt ohne Ventilator aus, ist für den Dauerbetrieb ausgelegt. Das heißt, 7 Tage, 24 Stunden, also irgendwo, wo es immer drauf ankommt. Da reden wir gleich noch ein bisschen von. Ich schließe jetzt hier eben noch mal Tastatur und Maus an, damit ich den auch bedienen kann. So, und jetzt schmeiße ich noch den Bildschirmrekorder an. Und wenn wir Glück haben, nimmt er uns dann auch das auf, was auf dem Bildschirm ist. Im Moment will er noch nicht. Jetzt kommt er. So, also, der hier, dieser kleine Rechner, ist also vollkommen ohne mechanische Teile. Das heißt, er hat auch eine SSD-Festplatte drin. In dem Falle hier eine 120 GB Platte drin. Der hat jetzt hier 4 GB RAM, kann aber auch bis 16 GB RAM ausgebaut werden. Er hat eben einen i7 4600 Prozessor drin. Wir können uns das vielleicht mal hier auf dem Bildschirm ansehen. Im Task Manager kann man das ja wunderbar sehen. Er hat also hier vier virtuelle CPUs. Das heißt, er hat zwei Kerne. Das ist ein i7 mit zwei Kernen und vier virtuellen Prozessoren wegen dem Intel Hyperthreading. Dann, wie gesagt, 4 GB RAM hat er hier. Er hat eben die zwei DisplayPorts, zwei HDMIs, ein DisplayPort. Das ist für 3-Monitor-Betrieb im Überwachungsfall zum Beispiel. Wenn Sie eine große Monitorwand zum Beispiel sehen, Überwachung eines Kraftwerks oder sowas, da setzt man so Rechner ein, damit die 24 Stunden durchlaufen, damit dann auch die Visualisierung der Prozesse gegeben ist. Dann hat er eben, wie gesagt, die ganzen USB-Ports drin, hat die LAN drin, hat Bluetooth drin, hat noch Line-In, Line-Out, auch digital, also SPDIF-Schnittstellen drin und hat, gut, er ist nicht wassergeschützt, er ist eben IP30, also Schutz gegen Eindringen von Teilen von außen, die größer als 2,5 mm sind und hat noch etwas, da es ein Industrierechner ist, ist er eben bis 2018 lieferbar. Es gibt also eine Liefergarantie für das Gerät. Das ist im Prinzip so die Hardware-Ausstattung dessen. Er kommt übrigens, wie wir hier auf dem Bildschirm sehen können, mit einem Windows 7 Betriebssystem. Der Grund dafür ist relativ einfach. In der Industrie ist Windows 7 immer noch sehr verbreitet, weil vielfach für Windows 10 noch keine Treiber da sind und Windows 8 hat sich ja nie jemand wirklich gekümmert. Außerdem ist Windows 7 immer noch das zweitmeitverbreitete Betriebssystem. Windows XP ist auch noch mit dritter Stelle. Das ist also der Pochini i2, den wir hier haben,
wie gesagt, mit einer i7-Prozessor, mit einem i7-Prozessor, den gibt es aber auch mit einem i3. Das kommt immer darauf an, welche Leistung man braucht, also i3, i5 oder i7-Prozessor. Der wird normalerweise so konfiguriert, wie man es braucht. Die Extra-Computer oder ExoOne, die das System betreiben, bauen, die haben übrigens auch eine extra Webseite für den Puccini. Da sind dann auch Beispiele drin, da gibt es auch Testvideos drin, wie er eben aus dem fahrenden Auto fliegt und trotzdem weiterläuft, weil er eben sehr robust gebaut ist. Das ist eben sein Ziel. Das ist zum Beispiel auch eines, die CPU hier drin, die ist fest verlötet. Hätte sie nur einen Stecksockel und der würde sehr dauernd erschüttert, wie zum Beispiel an einer Produktionsmaschine, würde die irgendwann die Chips rausfallen. Also lötet man sie hier richtig fest oder klebt sie dann sogar noch fest, damit eben er auch dagegen geschützt ist. Wie gesagt, das i7 ist eben, nein, das Windows 7, das werde ich wahrscheinlich nie mehr lernen, das Windows 7 ist eben noch sehr verbreitet in der Industrie wegen der Treiber. Denn wir haben hier noch eine Besonderheit, die sollten wir uns vielleicht in der Handkamera mal ansehen. Hier oben sind drei ganz kleine Stecker. Die sehen aus wie Mini-USB-Ports. Das ist es aber nicht, das sind serielle Schnittstellen. Und zwar eine RS-232C. Das heißt, die alte V24, die es schon, ich hätte jetzt fast gesagt, fast immer gibt, seit ich im Beruf bin, seit 75 gibt es die schon. Davor gab es die auch schon. Und daneben sind nochmal zwei serielle, die einfach ein Two-Wire sind. Das heißt also zwei Kabel rein, zwei Kabel raus. Früher hatten die V24 oder RS-232 Schnittstellen immer ein etwas größere, entweder die Subdin 25 oder Subdin 9. Die ist aber jetzt hier, da das Gehäuse so klein ist, durch diese Mini-seriellen Stecker abgelöst worden. Die sehen, wie gesagt, fast wie Micro-USB aus, aber die Stecker passen eben nicht dazu. Man kann sowas natürlich auch einsetzen, es ist ja für einen 24-Stunden-Betrieb. Auch der Temperaturbereich von minus 40 bis plus 70 Grad prädestiniert das System dafür, dass man das auch nicht wirklich draußen in der freien Umwelt, aber in einer Umgebung einsetzt, wo es schon mal rauer zugeht, zum Beispiel im Schaufenster. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man so eine einfache Bildschirmpräsentation, hier ist jetzt eine, gut, die ist jetzt, die habe ich mal gemacht für meine Studenten, das ist eine Vergangenheit der Rechnerei, so eine Präsentation, die endlos durchläuft, die im Schaufenster ist. Da sitzt man das Ding, legt man dahinter oder hängt es hinter dem Bildschirm. Es gibt optional so eine VESA-Halterung dafür, dass man es direkt hinter den Bildschirm schrauben kann. Stellt das ins Schaufenster, in den Laden und lässt das Ding endlos laufen, um die Kunden einfach zu informieren. Wie gesagt, die andere Anwendung ist eben Monitoranwendungen, wenn man in der Industrie ist, können Sie sich eine große Warte vorstellen, wo Prozesse überwacht werden müssen, ein großes Chemiewerk, die Energieversorger, die Eisenbahnen, die diese großen Kontrollräume haben, die müssen natürlich auch bestückt werden und die dürfen nicht zwischendurch mal ausfallen. Deswegen auch keine bewegten Teile hier drin, weil das Puccini 24 Stunden am Tag laufen soll. Es ist im Preis her wegen dieser ganzen Eigenschaften ein wenig teurer, aber es ist eben für den Dauerbetrieb, für Zuverlässigkeit gebaut. Und üblicherweise, man bestellt so ein Gerät normalerweise nicht einzeln. Man macht ein Projekt, da braucht man dann die Rechner, denn den hat hier extra Computer extra für uns zusammengebaut, damit wir mal zeigen können, was so ein Gerät kann und macht. Üblicherweise geht man in ein Projekt rein und sagt, okay, wir wollen jetzt hier unsere ganze Warte damit ausstatten, wir brauchen 200 Rechner dafür. Spezifiziert sie genau nach den Eigenschaften, die man braucht, gibt sie in Auftrag und dann werden sie eben entsprechend konfiguriert, ausgeliefert und in Betrieb genommen. Also das war jetzt wohl ein ganz, ganz kleiner Blick in die Welt der industriellen Rechner. Wie gesagt, es geht da etwas anders zu. Es sind andere Kriterien als für die Desktop-PCs oder für Laptops. Laptops geht es um schönes Aussehen und wenig Stromverbrauch. Beim Desktop geht es um Leistung, Leistung, Leistung und möglichst einen großen Bildschirm. Bei so kleinen Rechnern hier, bei so kleinen Industrierechnern, da geht es darum, Zuverlässigkeit, möglichst energieeffizient und genau die Leistung, die ich für die Applikation brauche. Denn was soll ich mit einem riesen i7-Prozessor, mit einem Multikern und sonst etwas, wenn ich vielleicht nur so eine PowerPoint-Präsentation ablaufen lassen muss oder wenn ich nur einfache Monitordarstellungen machen muss. Auf der anderen Seite gibt es dann schon Regelaufgaben, da muss man Rechenleistung haben. Dann lässt man sich den so konfigurieren,
wie man ihn braucht und dass er richtig Leistung hat. Und die kleine Kiste, die wir hier haben, die hat schon richtig Leistung, denn dieser i7-4600er, also mit den zwei Prozessorkernen drin, der geht eben bis 3,3 GHz und das bringt schon einiges. Also ein kleiner Blick in die Welt der industriellen Datenverarbeitung. Schön, dass Sie dabei waren, denn das war alles das, was ich Ihnen heute erzählen wollte. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen hier auf heinzschmitz.org.